An jedem Morgen lesen wir, hören wir die Herrnhuter Losung. Wo kommen die Losungen eigentlich her und was bedeutet es? Losung, dieses Wort verweist auf ein Zweifaches. Die Losung, die Parole, spielt im Militär eine große Rolle. Als ich Soldat war und wir nachts Wache geschoben haben, da musste jeder, der passieren wollte, die Losung, ein Codewort für diesen Tag wissen. Die Hierarchie spielte keine Rolle mehr. Wäre der größte Kommandeur gekommen und hätte das Wort nicht gewusst, ich hätte ihn festnehmen dürfen. Und wir erzählten uns auch immer Geschichten, wie irgendein Soldat einen verhassten Kommandeur in den Schlamm gelegt hat und ihn dort die Nacht über festgehalten hat, weil er das Codewort, die Parole nicht wusste. Die Losung, die etwas aussagt, eine Verbindung schafft, die Losung, die eine Tür öffnet für Menschen, die eine Gemeinschaft herstellt. Darüber hinaus aber kommt das Wort Losung auch vom Losen, etwas zufällig auswählen. So sind unsere Herrnhuter Losungen wirklich gelost. Und es ist manchmal eine Herausforderung, mit einem Bibeltext etwas anzufangen, mit dem wir bisher nie etwas zu tun hatten. Aber auf der anderen Seite, die Sätze, die uns vertraut sind, die wir im Herzen haben, die kennen wir ja. Und wenn ich jeden Morgen eine Andacht halten würde, ohne die Losungen, dann würde ich wahrscheinlich über die gleichen 3 oder 4 meine Lieblingsbibelverse immer wieder predigen. Dieses Gelostwerden hat den Vorteil für uns, dass wir immer wieder Neues kennenlernen. Aber wo kommen sie nun her? Nikolaus Graf von Zinzendorf gründete in Herrnhut eine christliche Gemeinschaft. Im Mai 1728 gab er am Ende einer Singstunde eine Losung mit auf den Weg. Und seitdem wird es jeden Tag eine Losung gegeben haben. Dort in Herrnhut am Anfang ging jeden Morgen einer umher, ging in jedes Haus und sagte den Bibelvers für diesen Tag. Und die Menschen bewegten ihn wirklich in ihren Herzen den ganzen Tag über. Und so geht es ja auch uns. Wenn wir diesen Vers am Morgen lesen, im Laufe des Tages erklärt sich manches. Doch dann zogen die Herrnhuter aus Herrnhut weg. Erst einige Zeit auf den Herrnhag in Hessen, dann schickten sie Missionare aus bis nach Lateinamerika, in die Karibik. Bis dahin war man darüber verbunden, dass man jeden Morgen das gleiche Wort hört. Nun aber war es notwendig, diese Worte im Vorhinaus auszuwählen, damit die Menschen an allen unterschiedlichen Orten trotzdem am Morgen miteinander sich verbunden fühlen. Wir lesen den gleichen Text. Unsere Schwestern und Brüder am anderen Ende der Welt lesen ihn auch. Und so ist es bis heute. Die Losungen verbinden uns mit Menschen überall auf der Welt. Und wir wissen, wenn wir am Morgen die Losung lesen oder hören, dann tun das Millionen von Christenmenschen überall auf der Welt auch. Und wir sind mit ihnen verbunden. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottes Güte, des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tiere sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid. Die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein. Die blüht zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güte ist groß. Drum wollst du von uns wenden, Mehl, Tau, Frost, Reif und Schloss.
Herr, lass die Sonne blicken ins finstere Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu haben, allein an deinem Wort, das Milch im Kreuz kann laben und weiß des Himmels fort. Meine Arbeit hilft vollbringen zu Lob dem Namen dein und lass mir wohlgelingen, im Geist fruchtbar zu sein. Die Blümlein lass aufgehen von Tugend mancherlei, damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sein. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen.